Bislang war dieser Oktober in vielen Teilen Deutschlands ja noch nicht allzu golden, aber jetzt in den letzten Tagen hat er anscheinend doch die Kurve gekriegt. Hin zu mehr Sonne und hin zu mehr Wärme. Und auch jetzt an diesem Wochenende gibt es doch insgesamt mehr Sonnenschein und milde Luft mit so einem leichten Ost-West-Gefälle. Also im Osten eher sonnig und warm, im Westen eher wolkig und einen Ticken frischer. Das schauen wir uns an, hier auf der Wetter- und Temperaturkarte von Europa. Und ganz typisch jetzt für diese Jahreszeit, Mitte Oktober, ist die Tatsache, dass sich über dem Süden und dem Osten des Kontinents eher hoher Luftdruck befindet, so mit Nebel manchmal mittendrin und mit Sonnenschein, und eben über dem Atlantik jetzt die Tiefdrucktätigkeit auflebt, weil je später es im Jahr wird, umso mehr Tiefs, umso tiefer werden quasi die Tiefs, umso stürmischer wird's. Und hier jetzt auf am Wochenende, da brannten auch schon die ersten Tiefdruckgebiete gegen den Kontinent mit Sturm und Regen an. Und einen kleinen Teil dieser Dinger kriegen wir auch an diesem Wochenende ab. Am Samstag zum Beispiel, vor allem im Nordwesten, in der Nordwestecke von Deutschland, auf den Inseln, im Emsland, im Münsterland, überall dort, ist es zeitweise am Samstag bewölkt. Es wird allmählich windig und ganz vereinzelt fällt dort im äußersten Nordwesten auch ein bisschen Regen. Je weiter es nach Süden und Osten geht, umso schöner wird das Wetter, Sonne scheint, zusammen mit einigen Wolkenfeldern. Es sollte auch weitgehend trocken bleiben, mit einer Ausnahme: im Osten und im Süden von Bayern, da halten sich Grauschleier und Nebel, und ich wage es zu bezweifeln, dass an allen Stellen dort der Nebel, der Grauschleier sich auflöst. Wo das nicht der Fall ist, gibt es auch nur 13 Grad, sonst aber werden es 14 bis 20 Grad, und im Osten, so zwischen Berlin und Magdeburg, dürfte die 20 Grad Marke auch überschritten werden. Am Sonntag vergrößert sich so ein bisschen in der Nordwestecke Deutschlands diese Bewölkung, wird schon ein bisschen, sie greift so ein bisschen im Laufe des Tages auf den Norden über, und hier fällt auch gelegentlich Regen und es wird noch windiger. An der Küste weht ein ziemlich kräftiger und böiger ablandiger Wind. Ansonsten, je weiter es wieder nach Süden und Osten geht, umso mehr kommt die Sonne hervor. Diesmal dürften auch im Osten von Bayern die Grauschleier sich aufgelöst haben. Und die Temperatur liegt auch am Sonntag im ziemlich milden Bereich, meist zwischen 14 und 20 Grad, und entlang des Rheins und auch wieder im Osten zwischen Berlin und Magdeburg dürfte die 20 Grad Marke wieder überschritten werden. Und auch in der nächsten Woche geht es vom Prinzip her so weiter. Also es wird zwar einen Ticken wechselhafter, aber da sich auch gleich bei uns in der Nähe weitere Hochdruckgebiete aufhalten, wird es eben bei gleichzeitigem Südwestwind nicht sonderlich kühler, sondern die Temperatur bleibt im milden Bereich und kann auch hier und da wieder die 20 Grad Marke überschreiten. Das heißt also, der Oktober bleibt erstmal ziemlich golden. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende.